440 Jahre kirchweih tagt der Klosterkirche Maria Stern in Augsburg. Das haben die Franziskanerschwestern in dieser Woche am Gedenktag der heiligen Anna gefeiert. In Erinnerung an Anna Kröling, die die Kirche mitten in der Augsburger Altstadt erbauen ließ. Am Annatag 1576 wurde sie schließlich geweiht. Bis heute ist die Sternkirche das Zentrum des klösterlichen Lebens der Franziskanerinnen von Maria Stern. Für uns ist sie eigentlich der Mittelpunkt des Hauses. Es war nicht immer so, denn das Kloster existiert seit 750 Jahren. Und ursprünglich war die Barfüßerkirche unsere Kirche. Die ging dann durch die Reformation verloren. Und die paar Schwestern, die noch da waren, hatten trotzdem den Mut, sich eine eigene Kirche zu bauen. Und das ist diese Kirche, die nicht einmal so klein ausgefallen ist. Sie ist franziskanisch, das werden Sie auf den ersten Blick sehen, marianisch und eigentlich auch auf Eucharistie. Die ewige Anbetung haben wir erst seit 1937, aber in den Fresken ist das Thema schon vorgegeben. Auch für Besucher ist die Maria-Stern-Kirche am Elias-Holl-Platz in Augsburg geöffnet. Kirchenführungen finden meist einmal im Monat statt, immer am Freitag um 16 Uhr.